Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute ist für uns ein nicht so erfreulicher Morgen. Wir sind hier vor der Tierarztpraxis und Smurfy soll gleich seinen Hormonchip wahrscheinlich bekommen. Also wir haben einen Termin beim Tierarzt für die Beratung. Und ich schätze mal, dass wir mit dem Chip rausgehen werden. Einfach weil er, ja, habe ich euch schon mal in einem Vlog erzählt, wenn er eine läufige Hündin riecht, ausrastet, was ja normal ist, er jault dann, er haut ab, also er ist uns ein paar Mal abgehauen, er versucht immer wieder auszubrechen, er weiß ja dann die Wege, wo er es geschafft hat und ja, wir wollten ihn eigentlich nicht kastrieren lassen und ja, wir haben auch mal den ganzen Morgen drüber geredet, Bernd und ich, dass wir ja, wir haben auch gelesen halt, ne, dass es Nebenwirkungen, negative Nebenwirkungen haben kann, dass er auf einmal böse wird oder ja, dass er halt einen ganz anderen Charakter kriegt und deswegen wollte ich mich erstmal beraten lassen jetzt. Und wenn die Tierärztin sagt, da ist ein sehr minimales Risiko, dass sowas passiert, dann werde ich da wohl mit dem Chip gleich rauskommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das nutzt nichts. Wenn er abhaut, wenn er eine läufige Hündin riecht und über die Straße rennt, bis jetzt haben wir immer Glück gehabt, ne? Aber wenn ihm da was passiert, das würden wir uns im Leben nicht verzeihen. Ach, ey. Schwierige Situation. Ist da ein anderer Beagle um die Ecke? Ja, was freust du dich? Benno, du Zinn, bitte in Behandlungsraum 1. Ja. Ich bin fix und fertig. Also mittlerweile geht es schon wieder mit den Nerven. Es ist so passiert, wie ich es vorausgesagt habe. Wir sind mit einem Chip beim Tierarzt rausgekommen. Und Smurfy war auch echt tapfer. Aber diese Entscheidung zu treffen und ihn dann da festzuhalten, boah, das war... Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ne? Der tat mir so leid. Ich meine, manche können das vielleicht nicht nachvollziehen, aber das tat mir so leid, ne, dass ich so, boah, wer sind wir, ne, dass wir Menschen jetzt dem Tier da so einen Chip reinjagen. Der will ja nur seinem Trieb folgen, den er halt hat. Oh Mann, ey. Aber die Tierärztin hat halt gesagt, ne, es ist ja, ja auch zu seiner Sicherheit. Wenn er uns abhaut und so kann man halt erstmal schauen, wie er das verpackt, alles, ob er... Ach Mann, ey. Der ist auch fix und alle jetzt. Er ist richtig platt. Der hat sich sofort hier hingelegt und geschlafen. Ja, armes Tier. Ja, und er hat sich dann gestern auch noch angefangen, so vermehrt ein bisschen zu schütteln. Und dann habe ich das gesagt heute, ich soll bitte einmal in die Ohren schauen und tatsächlich das linke Ohr ist leicht gerötet. Da habe ich noch so ein Zeug mitbekommen, was wir zweimal am Tag reinmachen sollen. Und 155 Euro haben wir bezahlt. Armes Wesen. Ja, und jetzt, ich sitze hier so entspannt. Ich war erstmal beim Bernd im Laden. Da haben wir, ja... zusammen getrunken und den Hund bemitleidet und haben gesagt, er darf heute bestimmt alles, so weil er uns so leid tut. Das ist auch so ein bisschen Blut am Fell, wo er das bekommen hat. Und ja, ein bisschen zum Runterkommen, aber ich habe immer noch so ein komisches Gefühl, so war der echt so Empathie-Level 5000, der tat mir so leid. Oh, nicht nur jetzt wegen dem Schmerz in dem Moment, wo das gespritzt wird, dieser Chip, sondern einfach so, ne, die Hoden werden schrumpfen und schrecklich eigentlich. Ja, mal schauen, was passiert. Ist ja nicht für immer jetzt, ne? Gucken, wie es verträgt. Ja, und jetzt sitze ich hier so entspannt, dabei habe ich voll viel zu tun, denn wie ihr wisst, sind wir seit mehreren Tagen fast nur noch im Haus oder arbeiten und die Zeit läuft uns so ein bisschen davon. Und hier bleibt natürlich alles liegen, ne? Hier sieht es aus wie Sau. Ich habe hier keinen Staubsauger mehr, also nur noch den automatischen, diesen Roboter.
Den habe ich jetzt ausgemacht, damit ich euch was erzählen kann, aber gleich muss der wieder laufen, denn in einer Stunde kommt ein Mensch vom Umzugsunternehmen, um sich alles anzuschauen und da kriegen wir einen Kostenvoranschlag für den Umzug. Also hauptsächlich geht es mir um Küche ab- und aufbauen und die Möbel alle ab- und aufbauen. Kisten und so, das packe ich alles selber und das können wir auch selber rüberbringen, aber die Möbel. Ja, das ist das Wichtigste. Ich gehe jetzt in die Küche, mache erstmal die Spülmaschine ausräumen und wieder einräumen. Und dann sieht es schon mal wieder einigermaßen aus. Ja, das Sofa, wo ich jetzt hier drauf sitze, das kommt ja weg. Dann kriegen wir ein neues. Ich habe mir schon eins ausgesucht bei Amazon. Also was heißt ausgesucht? So in die engere Wahl genommen bei Amazon. Ich setze euch das mal unten rein, wer sich das mal anschauen möchte. Das ist jetzt nicht so ein teures. Weil ich habe gesagt, lieber nehme ich ein günstigeres und hole mir alle paar Jahre ein neues. Denn hier mit Hund und Kind und alles. Und wir sind nicht so die Typen, die dann sagen, ja nee, ne, geh runter und nee, nicht hier trinken, nicht hier essen oder so. Deswegen lohnt sich für uns jetzt nicht ein Sofa für Tausende von Euros. Dann holen wir lieber eins für ein paar hundert Euro und dann wird das, wenn es uselig ist, weggeschmissen. Oder entsorgt und dann holen wir uns neues. Es ist halt ein Gebrauchsgegenstand für uns und deswegen, ja, ist das halt so. Och, Schnäuzelchen. Dann hat die Tierärztin gesagt, dass wir halt, ja, also meistens tendieren die Rüden dazu, so lethargische Leberwürste zu werden, wenn die kastriert sind oder den Chip haben. Und dann haben wir noch so gesagt, Bernd und ich, ja, dann müssen wir jetzt aufpassen, dass wir dem nicht so viele Leckerchen geben und so. Normal ist es bei Smurfy so egal. Wir laufen mit dem viel und der hat nicht ein Gramm zu viel am Körper. Und der kriegt auch viele Leckerchen oder den Kong mit Leberwurst und so. Ja, und müssen wir jetzt aufpassen, so haben wir noch gesagt. Und 3 Minuten später, weil der uns so leid hat, haben wir ihm dann Gouda gegeben und beide gelacht. So, naja, erst sagen wir, wir müssen aufpassen. Und dann füttern wir ihn mit Gouda, ne? Ja, hast du dir verdient. Ja. Na, wird seine Ruhe haben, ne? Ach, Frauchen, geh mir nicht auf den Keks. Ich habe schon die Kiste hier geholt von ihm, also aus der Ecke hervorgeholt. Die kommt gleich mit ins Haus, denn ins Haus müssen wir nachher auch noch. Heute kommt der Elektriker auch noch, wegen den Lampen in der Decke, keine Ahnung. Und der Smurfy, der findet im Haus, der hat da ja, da ist ja kein, gar nichts drin, keine Möbel. Und er hat da keinen festen Platz und er findet dort nicht so die Ruhe. Dann habe ich gesagt, ich nehme die Kiste mit, da schläft er nämlich eigentlich relativ gerne drin zwischendurch. Ich meine, hier hat er ja auch das Sofa und alles. Weil wir nehmen die Kiste mit. Vielleicht hat er da seinen Punkt, wo er sich dann hinlegt und seine Ruhe hat. Ich stelle die nachher mal unter die Treppe oder so. Mal gucken, weiß ich noch nicht genau wo. Der will bestimmt auch gerne alles im Blick haben. So, das Gröbste ist geschafft. Mein Finger eincremen. Ich habe nämlich, seitdem wir so renovieren und so, total trockene Hände. Und jetzt sitze ich verspätet an unserem Essensplan für diese Woche. Bis jetzt habe ich nur für heute Kohlrabi, Würstchen und Kartoffeln. So Tiefkühlkohlrabi haben wir noch. Und für morgen, da gibt es Burger. Ja, und ansonsten weiß ich noch nicht. Tipps immer gerne in die Kommentare, was es bei euch so gibt. Eigentlich, ja, fällt uns immer was ein, aber manchmal auch nicht. Ich habe mich jetzt voll lange nicht gemeldet. Ich bin richtig platt. Also der Mensch war da, hier von wegen dem Umzugsunternehmen. Und das ist teurer als erwartet. Mit dem Umbau der Küche. Und ja, wir holen uns jetzt noch ein paar andere Angebote ein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sind jetzt hier im neuen Haus und ein bisschen sehr hell, ne? Mussten ein Schloss wechseln. Jetzt ist der Bernd zum zweiten Mal im Baumarkt. Und das ist ein, ja, Warten hier und ein Kämpfen.
dass das erledigt wird. So diese kleinen Sachen, die halten unendlich auf. Ja, weil ich mit dem Smurfy hier spazieren. Jetzt wurde er auch noch von irgendwas gestochen im Schnäuzchen. Der hat geschnüffelt und auf einmal so zurückgezogen, also so sich erschrocken. Und dann hat man gesehen, dass hier so ein bisschen dick geworden ist, der Arme. Ja, und ich bin einfach müde. Fix und fertig. Ich bin froh, wenn ich nachher zu Hause bin. Ja, ich bin hier ein bisschen weiter am Putzen in der Zeit, wo die hier die Tür machen und hin und her fahren. Mit Murphy haben wir sein Körbchen mitgebracht und ja, er legt sich da auch immer rein, also seine Kiste. Aber natürlich, wenn dann Leute kommen und gehen, dann geht er wieder hoch und er muss noch lernen, hier zur Ruhe zu kommen. Oh Mann, ich bin so froh, wenn alles fertig ist. Ja, schaut mal, wir sind wieder zu Hause und ja, wir mussten eben ernten für unser Abendessen. Haben wir schöne dicke Kartoffeln bekommen. Dann habe ich zweimal Porree mitgenommen, weil ich diese Woche was mit Porree mache. Und schaut mal, Weintrauben. Die schmecken sogar richtig gut. Richtig lecker. Ein paar Tomaten haben wir noch. Und eine Sonnenblume für die Vase. Ich hätte gerne noch mehr geerntet, aber ich wollte sie den Bienen und den Hummeln und so lassen. Deswegen habe ich nicht mehr genommen. So, und soll ich den Eimer hier stehen lassen oder willst du die wegen waschen? Ja, ich habe heute gewischt. Egal. Ja, ich bringe eben noch den Müll weg, ja? Wir haben gerade die Weintrauben probiert und die sind richtig, richtig süß. Bernd, bestätige das bitte. Das glaubt sonst keiner. Ja, bestätige. Also, die sind richtig saftig. Das wird ein richtig geiler Wein werden. Ja. Dann schält jetzt unsere Kartoffels. Und ich mache mir einen Tee. Ich habe nämlich Mandelschmerzen seit Samstag. Das war eigentlich wieder besser. Aber irgendwie ist es seit heute schlecht. Ich habe gerade Fieber gemessen, ich habe aber kein Fieber. 36,4 habe ich. Im Popo habe ich gemessen. Mit dem Fieberthermometer, was du in meinem Mund nimmst? Nein, ich habe unter der Zunge gemessen. Wir messen alle unter der Zunge. Und es gibt Erdbeertee. Sieht man das? Ja. Hauptsache was Warmes. Das tut halt beim Schlucken voll weh. Das ist voll unangenehm. Der Staubsauger läuft jetzt zum zweiten Mal hier durch, weil durch die Ernte ist hier jetzt so Erntengedöns auf dem Boden. Das Bett ist auch schon wieder gemacht. Und dem Smurfy, dem geht es wieder besser. Ne? Du hast jetzt gefressen. Ja, er hat gefressen und dann geht es besser. Da ist noch Wäsche, die muss ich auch noch morgen falten. Ne, die nächste läuft schon. Ja. Morgen sieht der Tag wieder besser aus, Murphy. Morgen ist alles wieder vergessen. Und dann wollte ich mich noch bei der Rea oder Ria bedanken. Du weißt warum. Und zwar habe ich vor längerer Zeit, was heißt vor längerer Zeit, wie lange ist das her? Während einer Woche? Zwei Wochen hatte ich in die Videobeschreibung ein PayPal-Me-Link reingemacht. Einfach mal so. Ich dachte, vielleicht möchte ja jemand. Und tatsächlich, ja habe ich... Erst habe ich. Ja, erst hat Bernd mich... Mein Monatstaschengeld. Und mein Monatstaschengeld. Nein. Deins? 5 € haben wir im Monat. Mit dem Zack, mit Wahnsinn. Nein, Bernd hat mir was geschickt zum Testen, ob das funktioniert. Das hat funktioniert und dann habe ich den Link unten reingemacht. Ja, und dann wurde mir tatsächlich Geld geschickt. Dafür wollte ich mich ganz herzlich bedanken. Da packen wir eine Spardose, oder? Das kommt in die... Irgendwas Besonderes. Ja, fürs Baby. Die Babyspardose, oder? Ja. Dafür werden Babysachen gekauft, weil wir brauchen natürlich alles. Also alles von Calvino
oder fast alles ist weg. Mann, warum rutscht das denn hier so? Und deswegen, ja, packen wir das anders. Also ich habe es jetzt noch auf dem PayPal-Konto, da lasse ich es auch drauf. Und alles, was ich dann im Internet bestelle fürs Baby, werde ich dann erstmal von dem PayPal-Konto bezahlen. Ja. So, also wir haben uns jetzt schon mal hier hingelegt. Ich habe mir einen Tee gemacht. Also ich habe mich hingelegt, 12:40 hingelegt. Und während des Zähneputzen, ich bin fix und fertig. Ich bin so im Arsch. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin richtig müde. Und ich bleibe jetzt einfach liegen. Und morgen ist Bernd den ganzen Tag arbeiten, bis auf Mittagspause. Ich glaube, ich werde morgen einfach mal so einen Tag hier ausruhen machen. Ich bin so müde. Und ich merke, wie das Baby sich bewegt jetzt gerade. Das ist so schön. Das wird jetzt immer deutlicher, dieses Gefühl so. Und das tritt. Also am Anfang war das halt so, da hätte es auch Luft sein können, ne? Wie die so hin und her gluckert im Bauch. Und jetzt, ja, schon eindeutig. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich auch ein paar Tage Vlogging-Pause. Also nicht wundern, wenn kein Video online kommt. Aber wenn ich hier liege, die ganze Zeit, dann habe ich auch nichts zu filmen. Mal gucken. Vielleicht auf Instagram, dass ich da ein bisschen was erzähle oder zeige. Mal schauen. Na gut, ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.